Death. Story. Yeah. Aha. Jeder hat ne Story, okay? Jeder hat ne Story. 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 In deiner Insta-Story sieht man dich am Strand, wie du lachst. Alles so interessant, was du machst. So cool, wie du die Kohle vom Papi verprasst. Jede Party ist krass, immer eine magische Nacht. Du hast ein 1er Abi geschafft, also hast du dir das alles so verdient. Wer braucht schon einen Psychologentermin, der mir die Kohle hat, um täglich Koks zu ziehen? Swipe nach links, seh dich da sitzen. Und du hast da so eine Theorie, eine Chronologie, eine miese Elite, die die Welt regiert. Die anderen peilen es nie. Miese Methoden, Exen und Juden. Sie lassen die Kinder in Kellern verbluten. Menschenversuche, der physische Saat ist hier. Er wird die Welt jetzt verfluchen. Wer hätte das gedacht? Die Erde ist flach. Der Klimawandel, nur politische Schach. Egal worum es geht, wir werden immer wieder belogen. Und auch diese Viren sind Quatsch. Swipe nach links, seh was du machst. Deine beiden Arme zerkratzt. Du sagst, dass du keine Kraft mehr hast. Sitzt da, abgemagert und blass. Du willst andere warnen vor der Gefahr. Bei dir hat es damals dein Vater gemacht. Teilst deine Nummer für den Notfall und sagst: Meldet euch da, falls ihr es schafft. Ich swipe nach links, du bist im Gym. Man sieht, wie du schwitzend Gewichte stemmst. Damals in der Schule warst du noch ein dicker Junge. Mobbing ist dir deswegen leider nicht sehr fremd. Jetzt bist du ein sportlicher Mensch und heute bist du endlich ein Frauenheld. Glücklich bist du nicht wirklich, aber du siehst heute aus wie früher in deiner Traumwelt. Ich swipe nach links, seh viele Drinks. Du mittendrin, wie du in die Kamera winkst. Kannst nicht mal mehr gerade stehen. Das Problem ist, zu Hause warten Frau und Kind. Hier bist du der Party King. Hier kennt man dich, hier kannst du alles vergessen. Hier kann dich gar nichts mehr stressen. Jedes Wochenende eine Session. Ich swipe nach links und seh deine Frau. Sie sitzt zu Hause und weint, sie erzählt, wie es ihr geht. Ihr wird alles zu viel und sie fühlt sich leider die ganze Zeit nur allein. Wie kann das sein? Sie wollte nur eine Familie und jetzt ist alles so endbeschissen. Und wenn er zu viel trinkt, schlägt er sie beide. Das hat ihr kleines Herz zerrissen. Sie fühlt sich schuldig, schlechtes Gebissen. Ihre Kraft ist am Ende. Oh mein Gott, was ist das? Shit, was hat sie da in den Händen? Jeder hat ne Story. Jeder hat ne Story. Jeder hat ne Story. Jeder hat ne Story.